Und ich erweitere mal noch ganz kurz das Tutorial-Video mein zweites, weil ich habe da nämlich doch noch was vergessen, was ganz wichtig ist. Und zwar zum Thema Awaking. Im Awaking gibt es nämlich auch Schaden. Und das machen meiner Meinung nach auch viele einfach falsch. Und zwar wichtig ist euer Main-Truppentyp. Bei mir ist es ja die Schützenkraft, dass ihr hier die Level 6 Kristalle drin habt. Nicht wegen dem, also auch wenn die HP wichtig ist, ne? Oder die Verteidigung oder der Angriff. Natürlich ist das wichtig. Wichtig ist, dass ihr das Level 6 hier habt, weil hier gibt es wiederum Schaden. Nämlich bei mir ist dann die nächste Stufe, die es dann freischaltet. Ich müsste jetzt echt schwindeln, oder sind die dann sogar fast alle freigeschaltet? Ne, ich glaube, die sind dann sogar alle freigeschaltet hier. Kritischer Schaden und eindringender Schaden. Also kritischer Schaden durch der Krieger sind mir jetzt nicht so wichtig, aber der eindringende Schaden durch Schützen ist mir halt wichtig. Deswegen arbeite ich hier vorne dran, die alle auf Level 6 zu haben. Ist wie gesagt nur noch ein Orangener. Ich denke mal noch ein, zwei Wüsten. Also diese Wüste werde ich nicht mehr schaffen. Nächste Wüste vielleicht. Ja, aber das hier ist halt wichtig. Ne? Und da kann man dann auch hier nämlich drauf gucken. Und wie gesagt, da hat man dann hier verursachter Schaden der Schützen 25%. Ne? Ja, sehr, sehr wichtig. So, und danach kann man hier für die Kommandos weitermachen. Beziehungsweise hier für die elementaren Truppen oder für die Hauptstadtbarbaren. Ne? Wichtig ist immer erstmal der Main-Fokus der Truppen. Der bringt nämlich am meisten. So. Und natürlich auch noch ganz wichtig, habe ich ja nun auch schon in mehreren Videos erwähnt, geht ja morgen auch wieder los, dieser Warrior Trail, also hier Test der Mutigen. Da gibt es ja immer im Cross-Battle die lilanen Kisten. Wo ihr die Kristalle rausbekommt, nämlich die hier, die Kristallkisten. Und da holt ihr euch im Cross Battle immer von diesen Tausch-Items die lila Kisten, damit ihr hier einfach, ne, wie gesagt, bei mir sind es die Schützen, damit ihr eben diese Teile hier zum Einbetten für den Schaden bekommt wiederum. Sieht bei mir zum Beispiel auf den Main Heroes eben so aus mittlerweile. Ne? Überall Schaden drinne. Schaden, Schaden, Schaden. Ich zeige euch auch noch mal gerne hier, wie mein Suit aussieht. Ne? Wie gesagt, ich habe hier auch nicht die mega fetten Schadensattribute drinne. Und bin halt trotzdem kampffähig. Ne? Ich zeige euch auch gerne noch mal so ein Battle Report. Ne? Also hier, das hier ist mit meinem Bester. Den habe ich über einen sehr langen Weg gemacht. Habe ich gerade vor kurzem einem Spieler bei uns in der Allianz versucht zu erklären, wie ich den hingekriegt habe. Nämlich nicht per Lotterie spielen. Mache ich aber mal, wenn ich die Teile wieder zusammengespielt habe. Deswegen spiele ich diese. Also aktuell spiele ich das Fusions-Event nicht, weil ich, wie gesagt, aktuell beim Medaillen-Upgrade beschäftigt bin. Deswegen zerreiße ich immer die Suitkisten, damit ich genug grüne Fusionscores für das Medaillen-Event zusammenbekomme. Aber wie gesagt, wie man sieht, ich habe jetzt hier auch nicht die Mega-Porno-Suit-Teile mit mega viel Schaden. Ne? Also ist lächerlich. Ne? Da gibt es andere Suits, da gibt es Spieler, die haben das hier mit diesen 12% und 24% und aus fusioniert Raider-Suit zu keine Ahnung und hast du nicht gesehen. Das ist aber halt was, das können diese Leute, die hier jede Woche ihre 10.000, 15.000 Euro übrig haben, die haben halt solche Suit-Teile. Wer die Kohle nicht dafür hat, der wird das nie haben, brauchst du aber auch nicht, um kämpfen zu können. Ne? Also gegen Tannerbogen, wer wird schon wirklich gegen Tannerbogen spielen können? So, ja, das war mir noch relativ wichtig mal zu erwähnen. Ja, und bitte im Cross-Battle, da gibt es ja im Cross-Battle, hast du ja hier vorne diese anderen Gebäude stehen. Und die kann man da bitte dort auch mal lesen. Da gibt es, ne, also ganz wichtig, wie beim Tank, je höher die Marschtruppe, ne, geht ein Schaden hoch. Das gilt auch
hier für solche Gebäude. Das zählt dort mit. Ne? Also wie gesagt, das ist, ich bin keine Monsterbase. Ne? Nicht wirklich mit meinen 530 M Schaden, die ich hier habe. Ne? Aber ich produziere ja trotzdem solche Battle Reports hier. Ne? Beziehungsweise 510 Schaden. Ne? Und da habe ich aber jetzt keine Buffs an oder sonst was. Ne? So, und es ist jetzt nicht so, ne, gegen die Spieler, gegen die ich gebettelt habe, die sind jetzt nicht schwach. Ne? Das sind auch relativ starke Spieler. Ne, wenn man hier mal reinkickt. Ne? 900. Natürlich im Verhältnis zu denen, die zu viel Geld haben, sind das natürlich keine Stats. Ne, also einer mit 1500 HP und mit 800 Damage ohne Frage. Ne, aber wartet mal, ich zeige euch mal, ob ich mal gucken, ob ich den Battle Report finde. Warte mal, da muss ich hier bis nachdem, wo ich meine Farm geplündert habe, scrollen. Tut mir leid, lieber IC, dass ich den Report zeigen muss. Aber gut, hier ist die Farmplünderei. So, und da habe ich mich mit IC, mit IC, habe ich IC und da ist keine schwache Carbase. Und bin mit den Schützen drauf. Natürlich vom Battle Report her, ich habe halt trotzdem extrem hohe Verluste. Ne, aber wie gesagt, sein Kristalllevel ist höher. Gut, seine Kampfwaffe ist erst bei Level 97. Das ist aber nicht so schlimm. So, und jetzt zeige ich mal, ne, wenn er mal guckt, sein Verteidigungsdamage ist bei 609. Ne, und den habe ich trotzdem gekriegt mit meinen, in dem Moment, da war ich, ach, da war ich ja noch nicht mal auf, doch, da war ich auf Kampfskill. Ne, da mit 520 Damage drauf. Ne? Also wie gesagt, ist kein Hexenwerk. Ne? Es gibt tausend Wege, wie man sich kampffähig machen kann. Aber die einfachsten Wege gehen die wenigsten Leute. Die meisten Leute lassen sich die ganze Zeit hier in dem Spiel verlocken von, ich brauche hier tausend Dekorationen, ne? Weil die bringen ja Attribute hier. Ganz fette, wo waren das hier? Hier die Deko-Effekte. Also wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich auch nicht welche habe, aber kickt euch immer mal diese nur prozentualen Steigerungen hier an. Das macht nicht viel aus. Das ist was für die Big Spender. Für die sind diese Attribute wichtig. Ne? Aber für die, die jetzt nicht viel Geld investieren, sind diese Attribute völlig egal. Deswegen hört auf, diesen Skins hinterher zu eiern zum Beispiel. Wenn ihr hier schon Geld reinsteckt, steckt sie bitte in vernünftige Sachen. Und wie gesagt, da ist, muss ich dazu sagen, diese Versorgung hier, diese Meisterwaffenversorgung, diese Anpassung, die hier gekommen ist, für Sachen, die wichtig, für wirklich wichtig sind, um kampffähig zu werden. Das ist wirklich ein langer Talk, den ich mit dem Support geführt habe, wo ich das mal erklärt habe, weil ich habe immer gesagt, ja, diese hier normale Waffenversorgung ist der letzte Mist, braucht kein Mensch mehr. Und das, was man halt brauchte für diese Leute mit dem kleinen Geldbeutel, war was, wo diese Leute wieder gleich ziehen können, also wo sie wieder kampffähig werden, wo sie auch mal einen Gegner angreifen können. Ne? Also defense-technisch schwierig, aber die Sachen, die man jetzt hier bekommt, die helfen halt wirklich, um vorwärts zu kommen, dass man wieder aktiv kämpfen kann. Ne? Und da sind halt hier diese Tickets für die Kampfwaffe sehr, sehr wichtig. Die sind wirklich wichtig. Wichtiger wie das Level der Kampfwaffe an sich. Ne? Oder wie gesagt, Genlevel vom Hero ist wichtig. Ne? Deswegen ist das hier geil mit den Offizierstruhen und Superkondensatoren. Oder eben hier dieses Paket mit diesen roten Metallen und diesen Eisenmeteoriten. Also hier am besten hier das dicke Paket, könnt ihr euch ausrechnen. Dit mal 7. Ne? So, und da machst du das Logistikzentrum einmal fast ein komplettes Level mit. Ne? Also ich hatte mal ausgerechnet, ich glaube, pro Level brauchst du 60k rote und 60k blaue Teile. Ne? Und den Rest kannst
kann man sich jetzt ausrechnen, was man dann braucht. Das sind zwei Pakete und zack, hast du ein anderthalbes Level in etwa gemacht. Zu knapp. Ne? Also, wie gesagt, man bekommt ja die Teile noch über normales Event spielen, kommen die ja auch noch rein. Ist ja jetzt nicht ganz zum Ignorieren. So, und nochmal zum Erweitern hatte ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es im anderen Video drin hatte. Oh, ich bin schon wieder bei 10 Minuten. Lecco mio, schmackofatos. Wie gesagt, dieses Erweiterungslevel ist wichtig für euren Truppentyp, dass ihr das macht. Natürlich auch dieses Level von dem Gebäude bringt euch natürlich bei Level 35 auch nochmal mehr Belagerungsschaden. So, ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen weiterhilft. Man muss hier in diesem Spiel nicht alles haben. Ganz einfach. Einfach mal nur die Sachen machen, die wirklich wichtig sind, um kämpfen zu können. Ne? Hört auf, diesen scheiß Skins hinterher zu höckern wie Verrückte. Oder ich muss immer den neuesten Hero haben. Fokussiert euch mal wirklich auf die Sachen, die wirklich was bringen. Ne? Und das ist Schaden und HP. Sprich Forschung. So, danke Leute, dass ihr reingeschaut habt. Das war's für heute, für diese Woche. Ich habe keinen Bock. Es tut mir leid übrigens nochmal an den Spieler, dass ich nicht hier mich über WeChat ausgetauscht habe. Das Problem ist, also das ist der Grund, warum ich diese Videos ja mache. Das Problem ist nämlich jedes Mal, wenn mich jeder einzelne Spieler fragt, ich habe irgendwann kein Privatleben mehr. Nehmt es mir bitte nicht übel. Deswegen gibt es diese Videos. Wenn euch diese Videos gefallen, lasst ein Like da. Wer eine Frage hat, ihr dürft sie mir stellen. In-game, auf meinem YouTube-Kanal, unter den Videos. Ich werde dann entsprechenderweise die Videos auch oder eure Fragen auch gerne versuchen zu beantworten. Es ist nicht zwangsläufig immer alles richtig, was ich sage. Das möchte ich immer mal dazu sagen. Es gibt auch noch andere Wege. Dafür ist das Spiel sehr vielfältig, sehr extrem vielfältig natürlich in viele Richtungen, weil es kommt ja immer darauf an, was man machen möchte. Will man eine Verteidigungsbasis sein? Mit Warriors hast du nicht gesehen. Also in allen Themen kenne ich mich auch nicht aus. Wie gesagt, wir können auch gerne mal einen Talk auf Teamspeak miteinander betreiben. Wer da mal Bock hat, kann das gerne mal schreiben. Ja, Leute, ich klinge mich jetzt aus, weil es ist Dienstag nach einem langen Wochenende und ich habe noch eine scheiß Arbeitswoche vor mir. In diesem Sinne, danke, dass ihr euch das Video auch noch reingezogen habt. Ich wünsche euch was und tschö mit Ö.